Ich hatte das Glück, in einer Vorlesung von Beuys zu sein, Josef Beuys, dem Aktionskünstler, der ja die soziale Plastik begründet hat. Und das hat eigentlich mein ganzes Leben als Kunstlehrerin bestimmt, weil ich mir gedacht habe, oder bestätigt durch Beuys, ist mein Tun, mein Unterrichten letztendlich eine große soziale Plastik. Und wenn ich Schüler an Kunst heranführe und ihnen Anstöße gebe, dann vollendet sich das letztendlich in diesen Menschen, denen ich das gesagt habe. Und es ist wirklich was ganz Wichtiges, weil ich glaube, ohne dieses Treffen mit Beuys hätte ich vielleicht unterschieden in: Hier arbeite ich mit den Schülern und hier mache ich meine Kunst. Aber so ist nie entstanden, dass ich gedacht hätte, ach, ich komme nicht zu meiner Kunst, weil ich ja so viel für die Schule tun muss, sondern es war plötzlich dieses Miteinander des Kunstunterrichts zu gestalten. Das ist von Mirko Schallenberg, ein Berliner Künstler, und der widmet sich Stillleben. Also das ist ein ganz, ganz altmeisterliches Genre. Und ich bin vor dem Bild stehen geblieben. Ich kannte den vorher nicht. Der hing in der Galerie und ich bin stehen geblieben. Da interveniert Kunst irgendwie. Ich war mit den Kindern unterwegs, wir wollten eigentlich irgendwie Eis essen und ich bleibe da stehen an dem Kunstwerk, an der Galerie und gehe dann rein und stand vor dem Bild Teilhabe. Das ist 1,50 Meter mal 1,50 Meter groß, das ist schon so mannshoch fast. Also nichts irgendwie für ein kleines Büro, sondern man braucht schon einen großen Raum, wenn man das aufhängen möchte. Und das sind ganz Alltagsgegenstände zu sehen. Also da ist ein Messer zu sehen, ein Karton, zwei Äpfel sind auf dem Bild drauf oder sogar drei Äpfel. Man denkt, das Bild hat eine unheimliche Ruhe. Also das ist so harmonisch gefügt. Mirko Schallenberg nennt auch seine Bilder nicht Stillleben, sondern das sind Gefüge, die er macht. Also er stellt so Beziehungen her im Raum. Und wenn man sich das Bild dann genauer anschaut, überfällt einem so eine Unruhe. Nämlich, man merkt, Mensch, da unten ist ja so ein Spiegel, der ist schon so leicht zerbrochen. Und dieses Messer lehnt an so einem Brett, das eigentlich gar nicht befestigt ist an der Wand, sondern nur ganz grob mal auf so einer Glaskaraffe steht oder auf so einem Glas einfach drauf steht. Und dann wurde mir klar, also es hat so ein paar Minuten gedauert, ja. Dann wurde mir klar, das ist eigentlich ein Stillleben, das ein ganz extremes Stillleben macht. Die Stillleben haben ein Vanitas-Motiv, also erinnern an die Sterblichkeit, an Vergänglichkeit. Und was hier zu sehen ist, ist keine Ruhe, sondern das ist ein einzigartiger Moment, der vielleicht im nächsten Augenblick schon wieder vergangen sein könnte, weil dieses ganze Gefüge in sich zusammenbricht. Und das war für mich eine Spannung, die tatsächlich ziemlich plausibel im Leben ist. Also alles, was gerade passiert, kann sich sofort ändern. Und das finde ich spannend bei dieser Kunst, die ja bei dem Kunstwerk von Mirko Schallenberg, das so eine Ruhe ausstrahlt, so was Meditatives, aber in sich lauert mit einer ganz radikalen Botschaft. Ja, also da habe ich an ein Bild der sehr bekannten Künstlerin Frida Kahlo gedacht. Was mir immer wieder untergekommen ist, sowohl in meinem eigenen Leben als auch in Bezug auf Patienten. Und zwar heißt das die gebrochene Säule. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Es ist ja ein Bild von der Malerin Frida Kahlo, die ja einen ganz, ganz schweren Unfall hatte, wo sie selber, es ist ja so ein Busunglück, wo sie von einer Säule durchstochen wurde. Und in diesem Bild sieht man, wie so die Säule, also die Wirbelsäule von ihr gebrochen ist, wie sie ganz viele Bandagen um sich herum gemacht hat und gleichzeitig, obwohl das Bild die gebrochene Säule heißt, steht sie und sie steht aufrecht. Und das, finde ich, hat was ganz Besonderes. Ja, letztlich sagt es für mich aus, wie viel Schlimmes ein Mensch erleben kann und trotzdem kann er aufrecht stehen, also einen Rückgrat haben, trotz dieser wirklich sehr zerbrochenen Säule. Und ich habe das Bild auch schon häufig mit Patienten besprochen, weil auf diesem Bild sieht man, sie hat ja diese ganzen Bandagen um sich herum und alles, was sie irgendwie so zusammenhält, dass sie da aufrecht stehen kann, obwohl da dieses Zerbrochene in ihr ist, finde ich es auch ein
total starkes Bild. Also dem eigenen Leid oder auch dem Leid in der Welt, sich dessen bewusst zu sein, aber trotzdem stehen zu bleiben. Und das fasziniert mich daran. Da muss man manchmal gar nicht so viel reden. Das mag ich auch an Bildern. Man muss gar nicht so viel reden, sondern es wird irgendwas klar, was auch jenseits von Worten ist. Ich erinnere mich auch jetzt, wenn wir darüber nachdenken, an das erste Mal, wo ich diese Verwandlung gelesen hatte. Und es hat mich unglaublich erschrocken, das zu lesen, wo ich jung war. Es hat mich so, also ich war zutiefst irgendwie verunsichert durch dieses Buch. Ich glaube, ich war noch sehr jung, auch so, vielleicht 12 oder 13 oder sowas. Und ich war ein sehr unreifer 12, 13-Jähriger. Ich war noch sehr kindlich. Es hat mich unglaublich beschäftigt. Also ich konnte es auch irgendwann nicht mehr, ich konnte es nicht mehr weitergehen. Ich war wirklich tief erschrocken, also das Buch zu lesen und dieses Gefühl einfach. Also ich glaube, ich habe mich so sehr mit diesem Gefühl irgendwie identifiziert, einfach, dass du halt irgendwie falsch bist oder irgendwas mit dir nicht richtig ist oder dass du irgendwo, dass du halt einfach aufgewacht bist und plötzlich ein Käfer war und so. Irgendwie, aber irgendwie alle sehen es, aber keiner sagt was, keiner tut was, und keiner bemerkt es irgendwie, das ist halt, oder will es so tun, als ob es nicht, als ob nichts wäre. Also, aber genau, das war auch ein Buch, das mich sehr, sehr stark geprägt hat. Das Kunstwerk von Christo am Iseosee, als er orange Bahnen, Straßen über den Iseosee gelegt hat und man sozusagen über den See wandeln könnte. Fast ein religiöses Motiv. Die orangen Bahnen über den See und man sieht hier unten ganz vorne, da stand ich, und ganz hinten sieht man dann, wie ganz lang und weit über den See auch noch die Wege gehen. Ich denke, auch Christo hatte diesen, ja, er hat es vielleicht nicht soziale Plastik genannt, aber er wollte die Wahrnehmung der Menschen schulen, verändern, wach machen überhaupt. Und eine Weile bin ich gegangen und natürlich schaut man auf den Boden und schaut auf dieses Orange und dann aber schaut man wieder hoch, schaut aufs Wasser und dann war das so ein Moment von, wow, was ist jetzt? Weil das Wasser war viel blauer und da hat Christo ganz unbemerkt oder unausgesprochen, aber ihm war das bewusst eingearbeitet, dass die Gegenfarbe zu Orange blau ist, die Komplementärfarbe. Und wenn wir lange auf Orange schauen, dann ist es sehr spannungsreich für unser Gehirn und es erzeugt, um diese Spannung auszugleichen, die Gegenfarbe blau. Dann ist es so blau wie nie zuvor. Und das kann man auch nicht fotografieren, weil die Kamera sieht es ja nicht so. Und damit hat er ganz vielen Menschen dieses besondere Erlebnis gegeben. Also wie erlebe ich mein Leben? Und tatsächlich ist es so, dass jeder Tag praktisch nicht mehr wiederholbar ist, dass der rum ist. Das ist jetzt erstmal eine Erfahrung, die jeder macht. Wir machen es nochmal besonders gerade in meiner Lebensphase. Wir haben kleinere Kinder, also wir haben 4 Kinder und da merke ich, wie schnell die wachsen. Ich wollte mal beispielsweise ein Foto machen von so einem kleinen einzelnen Zahn bei unserer kleinsten Tochter und habe es jeden Tag rausgeschoben, weil es sah so schön aus, dieser eine Zahn. Und dann war ein zweiter und ein dritter da. Und es geht nicht mehr zurück, dieser eine Zahn. Also ich hab Momente auch verpasst im Leben. Und das war jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Es war jetzt nicht schlimm, muss ich ehrlich sagen. Aber trotzdem ist es für meine Lebensdeutung wichtig, dass es Zeiten gibt und Kapitel so im Leben, die auch rum sind. Aber gleichzeitig weiß ich auch, es beginnen neue. Und das ist etwas, also diesen Umgang mit dieser Lebenserfahrung, da finde ich Kunst enorm spannend dafür. Also auch in dem Fall wirklich auch tröstlich. Also ich finde, was es schon für mich macht, ist, es schafft eine Verbindung oder es hat für mich eine Verbindung geschafft, dass andere Menschen ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die sich in dem widerspiegelt, was ich in dem Bild sehe. Also eigentlich schafft es eine Verbindung zu anderen Menschen, die nicht über Sprache funktioniert, sondern über was anderes. Für mich ist es immer auch was Mystisches. Wenn ich jetzt von Christo zu meiner eigenen Kunst komme, die ich ja jetzt, nachdem ich
pensioniert bin und nicht mehr die Schüler unterrichte, mich jetzt wieder ganz meiner Kunst zuwenden kann. Dann muss ich sagen, ist die auch geprägt von dieser Idee des Gesprächs, der innewohnenden Erzählung. Ja, Christo hat mich da schon auch beeinflusst, für dieses im Großen zu arbeiten und Wahrnehmung wach zu machen. Naja, es hat für mich bedeutet, dass man, also, dass du jemanden gefunden hast, vielleicht mit dem du darüber sprechen kannst, auch wenn er nicht mehr lebt, aber der darüber etwas sagt und der dir halt eine Sprache gibt für Sachen, die du nicht selber nicht, vielleicht noch nicht aussprechen kannst. Also, ich würde sagen, es geht dadurch, dass es einfach, also, ich glaube, das Wichtigste an der Sache ist, dass jemand es anspricht, also jemand spricht über das, oder du hast jemanden, der irgendwie dich versteht oder der, den du verstehst, der etwas Ähnliches. Das heißt, es gibt schon mal, es gibt eine Gemeinschaft. Es gibt irgendwie Leute, die dasselbe gefühlt haben. Das heißt, es ist nicht, ich bin nicht alleine sozusagen, es ist irgendwie ein allgemeines Gefühl auch und so, was andere Menschen auch schon gefunden haben. Und das ist schon mal sehr wichtig. Ja. Und dann ist es wichtig, glaube ich, dass es überhaupt angesprochen wird, ob es eine Lösung gibt oder nicht, ist erstmal vielleicht zweitrangig, sondern dass jemand darüber sprechen kann. Ich glaube, das Gefühl ist es, dieses, vielleicht, ich weiß nicht, ob es Scham ist oder so. Aber über manche Dinge kann man nicht reden oder so etwas, oder manche Dinge, weil irgendwie die Erwachsenen reden nicht darüber, oder ich weiß auch gar nicht, über was man genau reden sollte oder was genau das der Punkt eigentlich ist. Und dann spricht jemand das an, man kann etwas darüber reden und man muss sich dafür nicht schämen und das wird angesprochen. Das heißt, genau, es ist nicht, also wie soll ich sagen, dieser, wenn wir jetzt so psychoanalytisch sprechen, dieser Verdrängungsprozess, es wird halt nicht irgendwie aufrechterhalten, sondern es wird ins Licht gebracht etwas, und es ist ja irgendwie schon eine, ich weiß nicht, du bist in einem dunklen Raum und hast Angst vor allem, was da um dich herum sein könnte, und irgendjemand macht das Licht an halt. Vielleicht bist du im ersten Moment zu Tode erschrocken, aber dann, wenn du dich umguckst und du merkst, es ist doch nicht alles nur, deine Fantasie hat viel mehr dazu gegeben oder so, oder deine Ängste waren viel schlimmer noch als die jetzt Situation an sich ist. Also ich glaube, dass Kunst uns hilft, aus sich herauszutreten. Also dass man einen Moment hat und sieht etwas mal ganz anders. Also wie ich beispielsweise hier mit dem Stillleben, dass ich weiß, diese Routinen im Leben, die sind keine Selbstverständlichkeiten, sondern die sind erstmal da, aber die können auch sofort unterbrochen werden. Und ich glaube, wenn wir keine Kunst mehr hätten, würden wir komplett in Routinen versinken. Also wir würden Besonderheiten nicht mehr wahrnehmen. Wir könnten auch nicht mehr sagen, wir machen heute mal was anders. Oder also ich glaube, es wäre eine Welt, die komplett in eine Routine versinken würde. Und zwar Routine jetzt im negativen Sinn. Also eine Welt, die ein Mittelmaß beherbergt, die in der ziemlich alles gleich ist. Da fällt mir aber dann auch ein Gedicht ein, was das für mich ganz treffend beschreibt von Mascha Kaleko. Das ist ganz kurz. Und es heißt, mein schönstes Gedicht, ich schrieb es nicht. Aus tiefsten Tiefen stieg es, ich schwieg es. Ich finde, das schafft über Worte etwas, was hinter den Worten liegt, was mich einfach fasziniert. Weil es natürlich auch was Mystisches hat. Also ich musste selber lernen, dass man sich, dass man ganz frei ins Museum gehen sollte. Also dass man nicht sagt, so, ich habe jetzt hier diese Aufgabenliste, dieses To-Do. Und da ist es manchmal spannender, wenn man praktisch nicht an die Highlights gleich rangeht, sondern guckt, was spricht mich denn heute an? Also wenn ein Kunstwerk mir gerade nichts sagen kann oder umgedreht, wenn ich dadurch nichts empfinde bei einem Kunstwerk, dann ist es so. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt, der ganz wichtig ist bei der Kunst. Man kann da nichts erzwingen. Also wenn jemand die Mona Lisa nicht schön findet oder ein Caravaggio-Gemälde nicht erhaben findet, dann kann man nicht bestimmen, dass er das trotzdem gut finden muss. Kunst ist in dem Fall schon etwas, was sich dem Einfluss, Gebiet der Menschen irgendwie auch entzieht. Also es ist einfach so. Man kann es vielleicht später entdecken, dass man stimmt, jetzt weiß ich mehr. Aber ich kann niemanden zu einer Gefühlsregung irgendwie verleiten oder zwingen. Das finde ich auch nochmal spannend bei Künsten. Was anderes, woran ich natürlich immer denke, dass das natürlich auch berufsbedingt, warum ich Bilder und Kunst so schätze, ist, dass wir alle ja mal in einer Zeit gelebt haben, wo wir noch keine Sprache hatten. Also
im Bauch der Mutter als kleine Babys, da gibt es ja keine Sprache. Da gibt es Eindrücke. Und ich glaube schon, dass diese Eindrücke oft auch Bilder sind und dass es sicherlich noch Teile in uns gibt, die aus dieser Zeit stammen, die keine Sprache haben und die aber etwas wiedererkennen. Und man merkt es jetzt auch allein schon, dass ich so rumstotter, weil es auch dafür schwierig ist, Worte zu finden. Und das ist für mich schon die Bedeutung auch von Kunst oder von Bildern. Ich frage meine Patienten auch oft, haben sie irgendein Lieblingsbild oder wollen sie das mal aufzeichnen? Dann schafft es oft nochmal so eine Verbindung über die Worte hinaus. Und man betrachtet dann gemeinsam ein Bild und schaut, was einen an diesem Bild interessiert, was einen an diesem Bild neugierig macht. Für viele Patienten, die sich schwer tun, auch zu reden, ja, vielleicht auch, weil das schambesetzt ist, mit denen kann ich dann gemeinsam was angucken und wir treffen uns in einem Raum, wo sich was verbindet, ohne dass wir das jetzt wirklich so explizit sagen müssen. Und deswegen finde ich letzten Endes, und es beantwortet vielleicht auch die andere Frage, ich finde, Kunst ist was Heilsames und Kunst kann heilen. Das größte Kunstwerk, was jeder Mensch zu gestalten hat, ist sein eigenes Leben. Wie gehe ich mit dieser Skulptur meines Lebens um? Wo füge ich was dran? Wo nehme ich was weg? Wo poliere ich? Wo feile ich nach? Wo muss ich irgendwann sagen, oh, so stimmt's nicht mehr, ich muss noch mal nacharbeiten? Und das ist wahrscheinlich der größte kreative Prozess, den jeder macht.